So, und herzlich willkommen. Was direkt zum Anschluss? Wir haben jetzt Portal 1 hier. Ich glaube, an sich würde ich vielleicht so sagen, so machen, dass ein Tag dazwischen nur ist, selber hauen wir mal in kurzer Zeit mal ein paar kleine Nebenprojekte mal, nehmen wir den großen Hauptprojekten mal raus. Aber nicht viele Quatsche, wir beginnen gleich mit dem Spiel. Neues Spiel. Die Höflichkeit Besuch. Vielleicht nenne ich es auch so, das ist ja die Folge. Es gibt ein paar Teile. 10 Teile. Na dann. Neues Spiel, ja. Mich wundert, dass das vorher noch nicht hatte. Start. Klettes. Hier liegt es noch an. Wir haben noch am Leben. Still alive. Still, aber sie lebt noch. Ich glaube, ich muss Robo ersetzen, oder? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt so gut. Ich übersetzen. Ach, da war aber das Teil, wo wir drauf standen. Wo ist aus der Button, oder? Naja, ein bisschen zerfallen. Deshalb ist es Science. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Raumdesign, das ist eigentlich auch diese Pflanze. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ja. Ja, sieht's, der erste Teil war mit Tastatur, aber der zweite hat Autokontrollunterstützung. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Dass jemand da drin? Das Enrichment Center umgehend verlassen müssen. Ja, ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr soll ich nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hol uns schon hier raus. Die Pflanze ist noch. Du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ah, nein, ich sehe, komm mal raus. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Superschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig.
Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? 10.000? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nein. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ein kleiner Zusammenstoß. Entschuldigung, das Flash ist noch nicht so gut, oder? Ich habe ein kleines Problem. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Ah, Mann. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Super. Ja, Schnaubflasch raus. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. So. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. So ist es gut. Weg. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Das kennen wir doch. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Streng! Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ist ruhig ein. Wir sehen ja kein bisschen verändert aus. Nein. Was hatte er? Haben wir besiegt das? Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. So, der Fahrstuhl ist ja ein bisschen erneuert. Ich meine, sie sollten ja ein bisschen neu alles überarbeiten, wohl, das haben sie ein bisschen verändert halt auch. Ich bin immer geschafft, ob ich das schaffe, packe. Weil an sich Portal 1, was ich am Stück aufgenommen habe, das ist ja auch nicht relativ lang ist, habe ich am Stück jetzt aufgenommen. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Lecker. Ja, ich meine, weil an sich habe ich jetzt beide Sachen sozusagen ein Stück aufgenommen. Werde ich mal gucken, wie weit ich hier noch ein Portal 2 sozusagen aufnehme, sozusagen. Deswegen werde ich es ja sehen, wie weit ich das noch aufnehme. Das ist aber ein bisschen verändert, glaube ich, der Teil hier. Ja, sie sich ein bisschen ändert. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Das Schlafzentrum ist aber eine ganze Bruchbude. Mein Raum ist kaputt. Wo soll ich pennen?
Und ich habe schon sehr lange gepennt. Ich habe schon ein riesen Loch in die Matratze gelegt. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Wieso hat er am Ende Wirtsi auf seine Tonart gesprochen? Das sind sozusagen jetzt die Tests, die Na bitte, geschafft! Ah, da bist du ja. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich Nein. sehe sie. Oh! Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Alter, was? Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Mit welchen Händen? Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du nicht Alter. Tot bist. Ich bin am überlegen, was ich als Pfand nehme. Ist ja echt dezent, eigentlich lustig. Aber was ist, wir... Darf ich hier dran reiß? Nein, tue ich nicht. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay. Mal gespannt, wie lange das Projekt ist. Ich glaube, Portal 2 wird auf jeden Fall nicht. Ich werde ein bisschen länger als nur 6 Folgen. Was ist, wenn ihr das in der Playlist gucken würde, würde ich auf einmal wundern. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ernsthaft? Jazzmusik? Jazzmusik? Ernsthaft? Was haben wir denn in Jazzmusik hier eingebaut? Das hört sich doch nicht. Ich meine, weil was ich eigentlich eher sagen wollte, sozusagen, dass ich beide Projekte, Portal 1 und Portal 2, in eine Playlist verpacken würde. Ich bin für nicht für die einzige. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Sehr kaputt. Schauen wir uns das angucken. Was ist Errungenschaftentest nicht eigentlich im zweiten Teil gibt? Schauen wir mal gucken. Ganz kurz. Wettruf. Überstunden der manuellen Überprüfung. Haben wir gerade freigeschaltet eben. Du Monster. Okay. Schauen. Na ne. Müssen wir jetzt gucken, draus mal. So. Halbwegs laufen die Monitore noch. Das lädt der eigentlich sehr schnell, also. Die Ladescreens bleiben drin. Ich muss für mich so viel arbeiten, sie was zu Noch dazu, dass ich gerade ein CAD-Programm habe. Ich meine, auf den rechten Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay.
So. Upsala, falsche Reihenfolge. Erst den hier, dann den da. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay. Interessant. Ja, was ich auch nicht mal drücken würde, ich bin manchmal ein bisschen. Ganz Portline. Portal 2 noch durchzuspielen. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Haben auch. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Tests sind die Zukunft, okay. Keine Ahnung, was fängt das an? Sein Init, dass ich diese Teile rot mache. Dahin. Ah, hoppala. Die sind zwar kaputt, aber oder wo sind die Scheiben halt? Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Was für eine schöne Ansage. Ich dachte, ich packe diese eigentlich den Teil jetzt nicht mehr in der Folge. Aber trotzdem, es wird noch so eine Haltung im Teil in der Folge geben, okay. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit den Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so, gut gemacht. Okay, hör zu, ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Aber ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken.
Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Hey. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Ich hab noch was gefunden. So. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.